Hallo Leute. Wir spielen Minecraft, aber nicht alleine, sondern der Wanderer der Wandervlogs. Ratet, wer es ist? Not and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Ich zoome schon mal ran, für die, die nicht raten wollen. Spaß. Es ist Herr Lindner. Hey, ich wurde gekickt. Hallo. Jawohl. Ich wurde gekickt. Nicht dein Ernst. Doch. Ja, im Endeffekt musst du halt einfach... eine niedrigere Ranking-Platzierung haben, ja. Haben wahrscheinlich öfter gekickt. Du meinst, das Einzige, was an der Zeit cool ist, die Ranking-Platzierung jetzt. Ja, Leute, ich spiele seit, keine Ahnung, wie lange wird es sein? Über einen Monat ist es auf jeden Fall her. Und davor habe ich locker auch 2 Monate kein Battles mehr gespielt. Du hast ja einen Freund, der Battles spielt. Wie alt ist der denn? Erzähl doch mal. Ah ja. Ah, du meinst wahrscheinlich Herr Streili? Nee, den meine ich nicht. 70. Doch? Nein, doch. Nein. Doch. Nee, den meine ich nicht mal. Schon. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Aber ein gewaltiges Jahr. Jawohl. In der Grüße, meine. Das Gameplay ist natürlich wieder gut wie immer. Bis jetzt recht gut eigentlich. Das ist jetzt die Challenge. Von hier, so und 360 in der Scope. Ja. Jo. Deine Wörter sind immer so abgehakt. Du sagst, Tja, was kaufen wir uns denn mit 10 Eisen? Hey, brauchen wir noch eins. Unser Bett ist nicht eingebaut, oder? Pass ein. Ja, warte, ich hol gleich bessere Blöcke. Fuck. Jetzt lass ich mir aber gerade an. Wow, nice! Du hast gerade richtig viel Kills gemacht! So, schade, schneide ich einfach rein. So ein Zack. Ja, und das Thema, über das ich heute reden wollte, sind natürlich die Cristiano reagiert auf Videos, deswegen auch der Titel. Geiler Spaß. Ist natürlich nur ein soziales Experiment, Leute. Normalerweise wisst ihr, ich weiß gar nicht genau, was Kickgirl sein soll. Das weiß ja nur durch so andere, die es ihm sagen. Ja, genau, der Mini hat mal gesagt, dass er recht Kickgirl war ja, in seiner YouTube-Zeit. Ja. Ja, warum hast du eigentlich mit YouTube aufgehört? Ich meine, du hattest 1,3 Millionen Abonnenten. Fuck! Scheiße! Warum hast du dich denn dazu entschieden, dass YouTube doch nicht das Richtige für dich ist? Der ganze Druck, dass ich immer mehr Abonnenten kriege. Das ist immer so ein Stress für mich, immer noch von mehr Leuten reden. Jetzt habe ich Albträume bekommen und habe es dann gelassen. Okay. Stimmt es das? Naja, also wie soll ich das jetzt ausdrücken? Nein, gar nicht, ja. Hä? Jan, ich hacke nicht, mal. Leute, nur damit ihr es wisst, ich hacke nicht. Ich wurde zurückgebackt, ich habe nichts damit zu tun. Ich bin direkt hinter dir. Jan, geht auf. Kill den! Jetzt geh auf für einen Kill. Digga, soll ich nicht hier stehen und die abwehren, wenn sie kommen? Ah, okay. Nein, du bist ein Arschloch. Was? War ich die Kill, oder wie? Scheiße, er hat mich auch noch. Aber ich hab den Kill, glaube ich, auch gekriegt. Oh, fuck. Jetzt hast du mir auch gehört. Unser Bett steht noch. Ohne, dass jemand dran rumnagt. So ja, weil mein Weg so spitzenmäßig ist. Genau. Ah, die Runde wird jetzt. Das ist halt, weil das alte Team vereinigt ist. Wir wollten ja sogar mal, das wissen viele ja gar nicht mehr, ein ESL-Team gründen. Aber irgendwie, ja, waren wir halt dann zu gut und dann haben sie gesagt, ja gut, ja. ESL soll schon auch spannend bleiben, mach lieber mal nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, mach mal nicht. Nee, also, wir wollten über die Cristiano Ronaldo reagiert auf oder Messi reagiert auf Videos. Oder Messi. Ja, die gibt's, ist echt so. Wollten wir mal ein bisschen ansprechen. Drauf. Oder Messi reagiert auf. Ich meine, im Endeffekt sind das ja nur Videos, für die, die es noch nicht gecheckt haben. Ich denke aber, das werden nicht allzu viele sein, wo irgendwelche Interview-Schnipsel, wo die in einer anderen Sprache reden, zusammengeschnitten wurden und dann in den Untertiteln stand, ja, ich finde, sei mir das hier so und so, obwohl sie in Wirklichkeit gerade über Käsekuchen zum Beispiel geredet haben. Der übrigens, als kleiner Fun-Fact, recht gut schmeckt. Was sag ich jetzt zu dem Thema, werden sich jetzt die meisten fragen. Was denkst du drüber? Findest du das gut oder findest du das eher nicht so gut? Und ich sag ganz ehrlich, es ist zwar klickgeil, aber es ist auch eine sehr kreative, gute Idee. Warum lachst du? Den neuen Tipp. Okay, ich komme jetzt auch mal wieder näher.
Mitte von der Titte, Elektro-Titte, wer kennt's noch, Leute? Du den Grünen, ich den. Nein, ich den Grünen. Der andere ist auch grün, oder? Das sind zwei Grüne. Ja. Wie du ihn nochmal gehittet hast. Du bist richtig scheiße in Minecraft. Hier geht's einfach nur um deine Stats. So, ich würde dir so zutrauen, dass du hackst. Das würde einfach so zu dir passen. Ah, wäre gebannt. Ja, das ist der einzige Grund. Nein! Über One Hit. Du cursed, ja. Ja, auf jeden Fall, was sag ich zu diesen Videos? Um diesen Faden hier nicht zu verlieren. Den du schon längst verloren hast. Ich habe ihn aber wieder gefunden. Ich find's ein bisschen komisch, dass dann die YouTuber, von denen die Klicks sozusagen dadurch geklaut wurden, Concrafter und Simon Desi habe ich bis jetzt gesehen, dann darauf angesprungen sind und. Nein! Du musst ein. Ich hab schon gerade zwei Hits. Eine Karte. Fuck, der hat noch sein Bett, du Opfer! Ja, ey! Ah! Das sag mir mal! Scheiße! Nein! Nein! Boah, ja, du hast null Routine mehr, echt jetzt. Ich hab ein Herz und regeneriere nicht. Komm, hast du Essen dabei? Na, leider. Du könntest ihn jetzt ablenken, während ich versuche runterzukommen oder zu sterben. Oh, ich muss weiter nach hinten. Ja, das Spawn ist halber. Wir brauchen nur noch einmal killen. Nein! War eine ganz gute Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Night and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels.